Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte, sehr geehrter Professor Richter, sehr geehrter Professor Christian Heibke. Lieber Christian, vielen Dank für die sehr nette Einführung. Beide Sebastians, freue mich, dass ihr hier seid. Und auch sonst sehr geehrte Damen und Herren, ja, freue mich heute einen Vortrag über den langen Weg zum automatischen Fahren halten zu können. Der Weg ist wirklich lang, wenn man sich anguckt, die ersten Kollegen in Deutschland zumindest, die daran gearbeitet haben, in den USA ebenfalls, sind inzwischen im Ruhestand. Ich denke da etwa an Professor Dickmanns, dessen Team bereits 1990 die ersten automatischen Fahrten gemacht haben, damals über eine noch nicht für die Öffentlichkeit freigegebenen Neubauautobahn, wo er mit einem Mercedes, ich glaube so in der Größenordnung 130 Stundenkilometer autonom auf der Spur gefahren ist. Dann kam eine Zeit, in der man unglaubliche Rechenleistung brauchte. Ich selbst erinnere mich aus meinen Zeiten aus Bosch daran, dass wir mit Universitäten zusammengearbeitet haben. Da hatten wir einen Cray-Computer im Kofferraum eines Transporterbusses. Das heißt, der Bus war vollgestopft mit der Rechenleistung fürs automatische Fahren. All das in den 90er Jahren. Und trotzdem gibt es noch keine automatischen Fahrzeuge in Serie heute. Warum nicht? Was ist das Problem? Warum will man überhaupt sich mit automatischem Fahren befassen? Gut, individuelle Mobilität ist für uns alle etwas ganz Wichtiges. Jeder von uns möchte individuell mobil sein. Trotzdem sehen Sie hier mit Verstopfungen, Abgasen, Unfällen große Nachteile der individuellen Mobilität, wie wir sie heute haben. Und nicht zuletzt für Menschen, die Fähigkeit, Auto zu fahren, verlieren, ist das sehr oft ein sehr, sehr starker Einschnitt ins Leben. Ich erinnere mich bei meinen eigenen Eltern daran, die das sehr schwer hingenommen haben, als sie nicht mehr Auto fahren konnten. Wo stehen wir heute im automatischen Fahren? Das verspricht an vielen Stellen, diese Nachteile zu überwinden. Und man sieht hier einige von den Demonstrationen und von den Meilensteinen, die wir im automatischen Fahren hatten. Hier oben übrigens ein Fahrzeug von Sebastian Truhn oder seiner Gruppe, das die Grand Challenge 2005 gewonnen hat. Eine lange Strecke durch die Wüste nahe Las Vegas, dass dieses Fahrzeug alleine gefahren ist, also ohne dass jemand darin saß. Das nächste Urban Challenge 2007, ebenfalls ein Ereignis, wo dieses Fahrzeug hier von Carnegie Mellon University gewonnen hat. Und dann habe ich viel, viel weggelassen, aber hier kommt dann 2011, gab es von BMW in Deutschland eine signifikante Autobahnfahrt über eben deutsche Autobahnen. Dann kamen die Grand Cooperative Driving Challenges, wo man auch gesagt hat, wir wollen auch Kooperativität zwischen den Fahrzeugen sehen. Das war hier die erste, die hat sogar unser Fahrzeug hier vorne gewonnen. Dann kam für uns die Bata-Benz-Tour, eine Kooperation von uns mit Daimler und zuletzt die Grand Cooperative Driving Challenge 2016, wo interaktives Befahren einer Kreuzung demonstriert wurde. Nun, all diese Dinge sind gelaufen und trotzdem gibt es noch keine automatischen Fahrzeuge. Der Weg aus der Wissenschaft in die Serie ist nicht immer trivial. Guck mal, ob das Start ging. Ja. Das hier ist ein Beispiel von unserer Bertha-Benz-Fahrt. In Ehren zur Bertha-Benz, die von Mannheim nach Pforzheim gefahren ist, zu ihren Eltern mit ihren Kindern, aber ohne Wissen von Karl Benz, der sein Fahrzeug lange entwickelt hat, nachdem er am KIT oder in Karlsruhe am Polytechnikum genau genommen studiert hat, unserem Vorgänger. Und sie hat sich eines Tages das Auto genommen. Karl Benz, wie jeder Ingenieur, dachte, man muss das noch weiterentwickeln, ist noch nicht fertig. Sie hat sich es genommen und ist von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Die erste längere Fahrt mit einem Automobil ever, die dann auch Geschichte gemacht hat und auch dazu geführt hat, dass Karl Benz im Gegensatz zu anderen, die auch ein Automobil gebaut haben, etwa ein Jahr vorher gab es schon eins von einem französischen
Entwickler in der Nähe von Mulhausen, aber die haben das alle aufgegeben, weil sie nie dieses Fahrzeug verkaufen konnten. Nach dieser Fahrt hat Karl Benz es geschafft, Kunden für sein Auto zu bekommen. Ja, und wir alle wissen, dass es die Firma Mercedes-Benz noch heute gibt. Ja, insgesamt etwas über 100 Kilometer, eine historische Strecke. Heute würde man natürlich die Autobahn A5 nehmen, parallel, aber wir sind natürlich die historische Strecke von damals gefahren, hat uns auch das Daimler-Museum geholfen, das Archiv, diese Strecke genau ausfindig zu machen. Es geht durch drei größere Städte für deutsche Verhältnisse jedenfalls, Mannheim, Heidelberg und Bruchsal, mittendurch und einige kleinere Orte. Hier ist so ein Eindruck aus dem Fahrzeug heraus und was wir gelernt haben, ist, dass sehr, sehr viele Menschen versuchen zu kommunizieren mit dem Fahrer. Etwa wie die Dame, die sich bedankt, dass Bertha ihr den Weg, den freien Überweg erlaubt hat. Und unsere Fahrer können natürlich nicht kommunizieren, die gucken dann stur weg, weil sie selber gar nicht wissen, ob das Fahrzeug anhalten wird oder nicht. Also sie wollen ja nicht, man will ja nicht falsch kommunizieren. Etwas, was wir gelernt haben, das muss so ein Fahrzeug können. Da sehen Sie die Fähigkeiten, die so ein Fahrzeug, wenn es automatisch ist, leisten muss. Die gehen weit über das hinaus, was man etwa in der Forschung hat. Deshalb gibt es heute noch keine Serienfahrzeuge, die automatisch fahren und eine Funktion ausüben. Es gibt an vielen Stellen, etwa in San Francisco, in Karlsruhe, an vielen Stellen gibt es Fahrzeuge, die sogar regelmäßig automatisch fahren, aber keines hat ein Businessmodell dahinter, also keines hat eine Funktion, die funktioniert. Deshalb sind wir noch nicht da. Immer noch nicht. Nach immerhin 30 Jahren autonomen Fahrens in der Forschung haben wir noch kein Produkt geschafft. Woran liegt's? Ja, auf der Ist-Seite automatisches Fahren, das wissen wir heute, ist machbar. Das bin ich selbst ganz fest von überzeugt und die vielen Demonstrationen zeigen das. Es gibt mehr als 10 Millionen Kilometer, die bereits autonom gefahren wurden auf der Welt. Könnte sogar sein, dass hier noch eine Null fehlt, ich weiß es nicht. Heute braucht man meistens noch einen Safety-Driver oder eine eingeschränkte Umgebung oder irgendeine andere Form der Überwachung. Also Safety-Driver muss nicht im Auto sitzen. Oder es gibt heute nur eine ganz eingeschränkte Kooperation mit anderen Verkehrsteilnehmern. Was noch zu tun? Ja, einerseits fehlen uns verlässliche Karten. Da hoffen wir auf die Geodaten. Christian, die müssen auch up-to-date sein. Dann wird natürlich die Wahrnehmung sich weiter verbessern müssen. Das hat sich gerade durch den Einsatz von KI-Methoden, Frau Burger ist ja auch hier im Raum, tatsächlich nochmal sehr stark verbessert. Da lernen wir von der Robotik. Das Planning muss heute nicht mehr bottom-up gehen, das heißt, ich reagiere auf alles, was ich sehe, sondern man muss sich überlegen, was könnte passieren. So muss man planen, das heißt, auch wenn ich etwas nicht sehe, ich muss sehen, da ist ein mich verdeckendes Objekt, so ich kann etwa nicht hinter einen Bus hergucken, könnte aber ein Kind hinterher vorkommen. Und so muss man planen, dass man solche Möglichkeiten mit in Betracht zieht. Risikobewertung ist etwas ganz Wichtiges, woran wir arbeiten müssen und sehr viel besser werden. Und das gilt nicht nur für die Techniker, für die Ingenieure, sondern auch für die Gesellschaft. Auch die Gesellschaft muss sich überlegen, wie sicher darf ein Fahrzeug sein, wenn man es automatisch in den Straßenverkehr einbringt. Kooperativität hatte ich schon genannt, wichtig. Und dann kommt das im Moment vorherrschende Thema, wie beweist man Sicherheit, wie testet man und bewertet Sicherheit, sodass man dann die Zulassung machen kann. Es gibt von der Society of Automotive Engineers 6 Level, die das automatische Fahren beschreiben. Das geht an bei Level 0, das ist manuelles Fahren, das heißt eigentlich kein automatisches Fahrlevel. Bei Level 1 dann gibt es eine Assistenz, das heißt es wird zum Beispiel die Längsführung, die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
automatisch eingestellt, etwa bei der Adaptive Cruise Control, Distronic im Daimler-Kontext, kennen vielleicht einige, aber der Fahrer hat die Verantwortung. Das heißt, wenn das Fahrzeug etwas macht, was falsch ist, dann muss der Fahrer reagieren. Er muss also ständig auf die Straße gucken. Auch im Level 2 muss der Fahrer noch ständig auf die Straße gucken, aber es wird sowohl Längs- als auch Querführung gleichzeitig geregelt, sodass man sagen kann, das hier ist heute schon in Fahrzeugen. Und das Besondere ist, der Fahrer hat die Verantwortung. Er muss ständig auf die Fahrbahn gucken. Er darf keine Nebentätigkeiten machen, die ihn von der Fahraufgabe abhält. Danach gibt es hier einen Bruch zu Level 3 hin, denn da hat der Fahrer nicht mehr die Verantwortung, sondern da muss der Fahrer nur fahrbereit bleiben. Das heißt, er muss vielleicht im Abstand in einer Zeit von 30 bis 60 Sekunden in der Lage sein, wieder die Fahrzeugführung zu übernehmen, wenn irgendetwas passiert. Zum Beispiel könnte ein Fehler im System bemerkt werden. Durch Redundanz fährt das Fahrzeug zwar noch weiter, aber die Sicherheit ist nicht mehr hinreichend hoch, sodass der Fahrer übernehmen muss. Oder man hat einfach das Ziel erreicht. Wir werden gleich sehen, das erste Fahrzeug, was jetzt in Deutschland in Serie geht, in diesem Jahr, kann nur auf Autobahnen fahren. Und wenn man jetzt die Autobahnausfahrt erreicht, dann muss man ja irgendwie eine Übergabe machen. Das passiert dann so einige Minuten oder eine Minute vielleicht vorher wird man eben geweckt als Fahrer oder gerufen und bis dahin darf man Zeitschrift lesen, aber an der Stelle passiert dann die Übergabe. Also hier ist der eigentliche Wechsel von Level 2 nach Level 3, in dem stehen wir heute, und das Wichtige ist eben, da hat der Fahrer nicht mehr permanent die Verantwortung, er darf eine Nebentätigkeit machen, wie zum Beispiel E-Mail schreiben, Zeitschrift lesen, also etwas, was ihn wirklich vom Fahren abhält. Im Level 4 geht es dann weiter. Das ist etwas, was etwa in San Francisco schon heute ganz intensiv ist. Es ist ein Letzte-Meilen-Taxi, aber eben noch ohne Fahrgäste. Heute, da wird man also von Punkt A zu Punkt B fahren. Der Fahrer muss nicht wieder in den Loop zurück können. Und Level 5 ist voller Automatisierung. Da ist es dann ein unbeschränktes Fahrzeug, das, was jetzt angekündigt wird als Fahrzeug ohne Lenkrad, wenn man so möchte. Ja. Im Moment wird sehr viel an Level 2++ wird's genannt, also Level 2 mit Hands-off-Driving gearbeitet in der Automobilindustrie, und trotzdem ist es noch ein Level 2-System, der Fahrer hat die Verantwortung, und dieses Jahr geht, ich bin sehr stolz, dass es ein deutsches Fahrzeug ist, geht das erste Level 3-System in Serie in der neuen S-Klasse, die wird auf Autobahnen mit sehr eingeschränkter Funktion allerdings, aber dennoch vollautomatisch fahren, sodass man in den Situationen, für die das designt ist, als Fahrer etwa eine Zeitschrift lesen darf. Also nicht mehr die Verantwortung hat. Damit wird ein Systemwechsel eingeläutet, und zwar dahin, dass wir überhaupt mal eine Zulassung bekommen haben für ein Fahrzeug, was Level 3 ist. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz, dass wir das aus Deutschland an der Stelle vorantreiben können. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja, kooperatives Planen, habe ich schon angesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, an dem der Wolfram Burgert und ich auch beteiligt sind. Und Maike Hieb übrigens auch. Sorry, Maike. Und da geht es einfach darum, dass Fahrzeuge, wenn sie selber ihre Umgebung wahrnehmen und wissen, was sie dann tun sollen, und andere auch in der Umgebung sind, die mit Sensoren ausgerüstet sind, dass sie sich per Kommunikation austauschen können, dass sie verstehen, was sie können, dann aber auch selber planen für sich und aber auch gemeinsam mit anderen dann ihren Plan noch mal ändern können, sodass es für die Gesamtheit am besten ist, und am Ende gemeinsam lernen. Und das Ziel ist, dass man dann durch solches kooperatives Verhalten den Verkehr tatsächlich ändert, sodass man hin zu einem Schwarmverkehr geht, dass man also den Verkehr automatischer Fahrer, Fahrzeuge, wie sich vorstellen kann, wie im Fischschwarm, also sehr homogener Verkehr und entsprechend ein Verkehr, der eine höhere Kapazität hat, weniger Staus hat, glatter durchgeht, auch durchaus dichter sein kann. Ja, Motion Planning, die Bewegungsplanung wird dann so aussehen. Ja, haben wir ein paar Experimente gemacht. Wie sieht so eine Optimalplanung aus?
Ja, wir nehmen einen sogenannten Model Predictive Control Planner bei uns, und der hat so eine Kostenfunktion. Das heißt, man sagt, was möchte man erreichen? Zum Beispiel möglichst wenig beschleunigen, bremsen, weil das eben unbequem ist. Man möchte aber Sicherheiten haben, also Abstände zu anderen, die ausreichend sind. All sowas wird in eine Kostenfunktion gepackt, und dann gibt es Optimierungsmethoden, um dann das Optimum zu finden. Ich will nicht auf die Mathematik hier eingehen, trotzdem hier eine Formel in dem Vortrag, hoffe ich, Sie verzeihen Sie mir, was hier, ich will Sie kurz erklären, hier sind die Stellbefehle, das heißt Gas geben und lenken, ist das U, werden bestraft, da wird eine Norm, das soll möglichst null sein, man möchte möglichst nie Gas geben, nie lenken, das wäre das Bequemste, dann würde man einfach konstant voranfahren. Dann gibt es hier eine Referenztrajektorie, auf die man sich möglichst genau bringen möchte. Zum Beispiel kann das sein, dass man die Sollgeschwindigkeit genau einhält. Auch hier wird eine Norm bestraft. Und hier noch eine Schlusskostenfunktion, also am Ende der Planung möchte man auch in einem sicheren Zustand sein natürlich. Und das Besondere ist, dass man hier über alle Fahrzeuge von 1 bis N plant, also über alle Fahrzeuge in der Umgebung, und nicht nur für sich selbst die Kosten optimiert, sondern für alle, sodass man also gemeinsam als Gemeinschaft diese Ziele hier erreicht, dass man glatt und sicher fährt. Und dadurch ergeben sich andere Trajektorien, als wir sie bekommen, wenn wir heute fahren. Wenn wir heute fahren, optimiert jeder für sich selbst. Hier haben wir so ein einfaches Beispiel, eine Landstraße etwa. Hier fährt ein rotes Fahrzeug, ein grünes Fahrzeug, ein schwarzes Fahrzeug, und das schwarze Fahrzeug will überholen. Wie macht es das? Ja, Sie sehen das hier schon an der Trajektorie. Irgendwann schert es aus, wenn das Rote vorbei ist, überholt und schert wieder ein. Die Kosten, die es dadurch hat, sind hier dargestellt. Das grüne und das rote Fahrzeug haben die Kosten null, die fahren einfach konstante Geschwindigkeit. Die kümmern sich nicht darum, dass jemand anders überholen möchte. Ja? Haben keinen Vorteil davon. Wenn wir das kooperativ machen mit Lane Constraints, ist es sogar das günstigste, nicht der schwarze schert aus, sondern der grüne schert aus, weil er kann es erstens früher tun, das heißt, das Manöver ist früher erreicht, zweitens muss der hintere schon beschleunigen, das heißt, der Ruck wird besonders groß. Dadurch hat das Grüne eigentlich die Last. Das ist ein bisschen unintuitiv, muss man sich noch überlegen, warum der Grüne das tun sollte, warum sollte er Fahrkosten auf sich nehmen, damit jemand anders überholen kann. Ja, er hat ja nicht den Nutzen, muss man sich dann überlegen, wie man das hinbekommt. Ganz spannend wird es, wenn man auch die Lane Constraints wegwirft, wenn man also sagt, Fahrzeuge dürfen den Verkehrsraum nutzen, wie sie wollen, man darf auch so halb auf einem Fahrstreifen fahren, dann sieht so ein Manöver so aus, und weil auf einer Landstraße passen locker drei Fahrzeuge nebeneinander, man hat die absolut günstigsten Kosten. Und sehen, wie weit wir da kommen werden, wie viel Altruismus wir in den Straßenverkehr hineinbringen und einprogrammieren wollen und können. Sicherheit ist das Allerwichtigste für die Einführung, und da gibt es zunächst einmal auch einen großen Wechsel beim Bau automatischer Fahrzeuge. Automatische Fahrzeuge werden nicht einfach normale Fahrzeuge sein, auf die man dann ein paar Sensoren schraubt und einen Anschluss an die Aktoren, sondern die Fahrzeuge werden eine völlig neue mechatronische Architektur haben, weil alles sicher sein muss. Heute hat der Fahrer auch etwa bei einem Reifenplatzer die Aufgabe, das Fahrzeug in sicheren Zustand zu bringen. Ja, das muss dann auch das automatische System können. Das heißt, man wird nicht erlauben können, dass man bei jedem Reifenplatzer halt einen Unfall in Kauf nimmt. Das ist eben, wäre einfach viel zu häufig. Deshalb wird so ein Fahrzeug in jeder Hinsicht redundant sein, und in Projekt Unica Agil, an dem ist auch zum Beispiel die Braunschweiger Uni beteiligt, die RWTH Aachen und viele andere, die hier aufgeführt sind, da geht es darum, dass wir hier ein Fahrzeug aufgebaut haben, was ein Großhirn, ein Stammhirn und noch ein Rückenmark hat, und während jedes dieser Rechner in der Lage ist, das Fahrzeug zu führen, theoretisch, ist es eine hierarchische Struktur. Im Normalfall arbeitet man mit dem Großhirn, das hat Zugriff auf alle Sensormodule, kann planen, macht eine Langfristplanung. Aber wenn es ausfällt, dann kann man eben auf Stammhirn zurückgreifen. Das Stammhirn kann eben noch zumindest die letzt geplante Trajektorie weiter ausführen und das Fahrzeug in den Stillstand bringen, kann sogar noch, wenn es in der Nähe einen Parkplatz gibt, das Fahrzeug von der Straße bringen und zumindest vorwärts einparken. Und wenn auch das ausfallen würde, dann hätte man noch in jedem Rad die Intelligenz,
dass das Rad das Gesamtfahrzeug anhalten würde. Das heißt, die Räder sind so konstruiert, können selbsttätig bremsen, haben einen begrenzten Sensorzugriff und können das Fahrzeug kollisionsfrei anhalten, dann aber mitten auf der Straße, da geht es dann nur noch darum, einen Unfall zu vermeiden, und dann muss aus einer Leitzentrale jemand kommen und das Fahrzeug da wieder aus diesem Zustand herausbringen. Aber es baut eben an sich keinen Unfall. Es wird gibt vier Fahrzeuge bereits. Eins für einen Privatgebrauch ist die Elfe, eins für einen öffentlichen Gebrauch, ein Taxi, aber für individuellen Personenverkehr. Ein Cargo-Fahrzeug, das hat noch so einen Roboterarm und kann selbsttätig auch Pakete ausliefern an bestimmte Postboxen. Und es gibt ein Shuttle, was für bis 6 bis 8 Personen ausgelegt ist. Das sind die Fahrzeuge, aber die Fahrzeuge alleine reichen nicht, um so ein System aufzubauen, sondern viel Sicherheit kommt auch aus dem Ökosystem dieses Fahrzeugs heraus, wo wir das eingebettet haben. In dem Ökosystem haben wir hier unten natürlich ein Dynamikmodul, also auch das fahren muss das Fahrzeug schon. Auf dem Fahrzeug eben verschiedene Aufbauten, die wir eben gesehen haben. Dann Sensormodule, die identisch sind, jedes redundant ausgelegt ist, und dann nochmal die Menge der Sensormodule redundant. Das Fahrzeug hat an jeder der vier Ecken ein Sensormodul, darf eins ausfallen, und innerhalb des Sensormoduls ist sogar auch nochmal Redundanz da. Dann gibt es eine Cloud, das heißt, die Fahrzeuge tauschen Informationen aus, lernen dadurch voneinander. Also wenn ein Fahrzeug ein Verhalten macht, was einen unguten Zustand erreicht, womöglich einen Beinahe-Unfall, dann wird das in der Cloud gespeichert. Man kann analysieren, wie ist das zustande gekommen, und andere Fahrzeuge lernen aus den Fehlern eines Fahrzeuges und sorgen dann dafür, dass solche Zustände künftig vorsichtiger begegnet wird. Infrastruktursensorik wird zumindest an kritischen Stellen dazukommen. Wir verwenden eine Drohne, weil wir keine umfangreiche kritische Infrastruktursensorik haben. Und es wird einen Überwachungsraum, Kontrollraum geben, eine Leitzentrale. Zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug anhält, dann muss man in der Lage sein, da geeignet zu reagieren. Wenn das Fahrzeug zum Beispiel eine Verkehrsregelausnahme braucht, nehmen wir an, jemand parkt in zweiter Reihe, aber wir haben eine durchgezogene Linie, dann würde unser Fahrzeug nicht über die durchgezogene Linie fahren, kann man aber aus der Leitzentrale dann sagen, okay, das darfst du ja ausnahmsweise doch. Verhaltenssicherheit, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt einen szenariobasierten Ansatz, wo man versucht, eine große Menge von Situationen zu definieren und sorgen dafür, dass die Fahrzeuge diese große Menge von Situationen können. Und dann hofft man, dass der Situationenraum so gut abgedeckt ist, dass man in jeder Situation fahren kann. Das Problem ist, es gibt natürlich immer zwischen zwei beliebigen Szenarien gibt es ein drittes Szenario, egal wie fein man die quantisiert. Und der Beweis, dass man auch dann dieses dritte Szenario hat, der wird sehr schwer. Und Sicherheit ist etwas, was im Straßenverkehr, Gott sei Dank, sehr hohe Anforderungen hat. Wir bauen als Menschen sehr wenige Unfälle. Wir fahren so in der Größenordnung von 10 hoch 8 Kilometern, bevor wir einen schweren Unfall bauen als Menschen. Und ein automatisches Fahrzeug darf natürlich nicht schlechter sein in dieser Hinsicht. Ja, der andere Ansatz ist, dass man regelbasiert die Sicherheit garantieren möchte, und da gibt es einen Ansatz, der international bearbeitet wird. Es fängt an mit vier einfachen Regeln, die ich hier kurz vorstellen würde. Man sagt einfach, okay, erste Regel, zum Vordermann musst du einen Sicherheitsabstand halten, der dafür sorgt, wenn er bremst, musst du auch noch anhalten können, ohne mit ihm zu kollidieren. Dann ist die Aufgabe, in lateraler Richtung musst du hinreichend viel Abstand halten, und das wird eben alles quantifiziert in Normen, an denen gearbeitet wird. Wenn es eine Verdeckung gibt, etwa das Fahrzeug kann hier nicht um eine Hausecke gucken, dann musst du aufpassen. Das heißt, du musst immer damit rechnen, dass aus der Verdeckung jemand kommen könnte. Selbst wenn du Vorfahrt hast, könnte jemand rauskommen wie ein Kind, was eben auf sowas wie Vorfahrt nicht achtet und was nicht
schuldfähig ist, wo man also dann trotzdem selber die Schuld hat, obwohl man theoretisch Vorfahrt gehabt hätte. Aber da muss man Annahmen machen, eben, dass aus dieser Seitenstraße zumindest kein Verkehrsteilnehmer mit einer beliebigen Geschwindigkeit rauskommen kann. Ansonsten, wenn man das nicht fordern würde, dann könnte man nie fahren. Und zuletzt, man kann die Vorfahrt jemandem anderen geben, aber ein automatisches Fahrzeug darf sie sich nie selbst nehmen. Ja, man kann in einer Deadlock-Situation jemand anders vorlassen. Das ist durchaus erlaubt. Ja, bei der Sicherheit, das naive Denken, das wir alle am Anfang hatten, war, automatische Fahrzeuge sollen null Unfälle bauen. Absolute Sicherheit. Auch das findet sich heute interessanterweise noch in einer erst letzten Monat vom Bundesverkehrsministerium verfassten Verordnung wieder, dass tatsächlich da drin steht, man darf nur fahren, wenn man absolut sicher ist. So etwas gibt es nicht in der Realität. Sobald sich Menschen oder sobald man eine Maschine bewegt mit 50 oder 100 Stundenkilometer, gibt es immer Fälle, in denen ein Unfall passieren kann. Unfallfreiheit gibt es nicht. Man kann dann nur Unfallarmut realisieren, das heißt Unfälle sehr, sehr selten machen. Man kann auch argumentieren, es gibt ja heute auch Unfälle. Wir haben ja Verkehrsunfälle und wenn wir die Zahl dramatisch reduzieren könnten, wäre das doch schon ein Gewinn, auch wenn wir sie nicht auf null reduzieren können. Es wird also weniger Unfälle mit automatischen Fahrzeugen geben. Experten glauben sowas, dass man vielleicht auch 5% der Unfälle in relativ kurzer Zeit sogar kommen kann. Dann gibt es eine Schnittmenge. Das sind Unfälle, die sowohl das automatische Fahrzeug macht, als auch der manuelle Fahrer. Und die sind eigentlich nicht das Problem. Man kann ja sagen, okay, die wären eh passiert. Da hat das automatische Fahrzeug keinen Schaden. Und hier in dem grünen Bereich haben wir einen Gewinn. Das sind Unfälle, die das automatische Fahrzeug vermeidet. Aber wir kriegen auch, und das ist eine unbekannte Menge, von Unfällen, die ein Mensch nicht gemacht hätte, aber ein automatisches Fahrzeug macht. Und die sind offensichtlich das Problem. Wie beweise ich, dass diese Menge hier deutlich kleiner ist als diese Menge hier, sodass ich unterm Strich eine deutlich positive Bilanz auch für die Menschen habe? Und die Antwort ist, wir wissen es nicht, das sind Black Swans, also Unfälle, die man noch nicht mal in der Art bisher kennen werden im Teil. Das heißt, wir werden letztlich erst nachträglich sehen können, wenn die Dinge im Markt sind, wie viele Unfälle sie tatsächlich bauen. Man macht eine Sicherheitsabschätzung, die dazu führen wird, dass man sagt, okay, wir sind einen deutlichen Faktor sicherer. Und sobald wir dann einige 10.000 Fahrzeuge im Markt haben, erst dann wird man feststellen können, empirisch, ob man tatsächlich so viel sicherer ist. Und im Notfall muss man die halt aus dem Markt zurückziehen, wenn man die Sicherheitsversprechen dramatisch verletzt. Nichtsdestotrotz darf man diese Chance nicht vergehen lassen, sondern muss sie nutzen, in meinen Augen. Die zweite Frage ist, wann darf man eigentlich ein Fahrzeug einführen? Wie sicher muss das sein? Warten wir nochmal 30 Jahre? Können wir das heute einführen? Wie läuft das? Die Überlegung dazu ist folgende. Wir werden immer sicherer, auch in manuellem Fahren. Wir haben jedes Jahr bei mehr gefahrenen Kilometern weniger fatale Unfälle, etwa in Deutschland. In Entwicklungsländern ist noch ein bisschen was anderes, aber reden wir mal von industrialisierten Ländern, da ist diese Tendenz überall so, dass wir ganz langsam eine Verbesserung unserer Verkehrsunfälle haben. Es gibt immer weniger Fatalitäten als im Vorjahr. Das ist sehr schön. Diesen Trend haben wir seit mehreren Dekaden in Deutschland. Das ist natürlich ein sehr gewünschter Effekt. Den wird automatisches Fahren auch haben, sogar steiler, weil eben automatische Fahrzeuge voneinander lernen. Das ist ja mal etwas steiler eingeführt. Also würde man weiter forschen, wenn wir irgendwann diese Kurve, wo man sagen kann, irgendwann, ist nicht wann, sind automatische Fahrzeuge genauso sicher wie konventionelle Fahrzeuge und danach werden wir sogar noch sicherer werden. Wenn wir sie in den Markt einführen würden heute, dann geht die Kurve sogar steiler, weil wir mehr Lerndaten zur Verfügung bekommen. Das heißt, die Fahrzeuge werden schneller voneinander lernen. Aber man würde natürlich heute auf jeden Fall ein höheres Risiko in Kauf nehmen bei der Einführung, wenn man alle Fahrzeuge automatisieren würde, als wir es heute von manuell betriebenen Fahrzeugen haben. Wie gesagt, schätzen Experten diesen Wert hier in der Größenordnung, dass man vielleicht noch so 5-10% der Unfälle von menschlichen Fahrern hat. Können sich
vorstellen, dass einige Unfälle völlig unvermeidlich sind, dass sich jemand schmeißt auf der Autobahn einen Stein von der Brücke. Den wird auch ein automatisches Fahrzeug auf sehr lange Zeit nicht verhindern können, so einen Unfall. Und vielleicht wird es ein bisschen schneller bremsen können. Vielleicht ist auch ein Mensch noch besser, wenn er sieht, da vorne kommen viele Fahrzeuge ins Trudeln, dann fahre ich selber mal langsamer und fahre mich gar nicht unter dieser Brücke her. Wird man sehen, wer da besser ist. Man könnte sich überlegen, na gut, beim Break-Even, also wenn automatisches Fahren und manuelles Fahren genau gleich sicher sind, dann kann man es ja einführen, denn dann verliert man ja nichts. Und wenn man das täte, dann hätte man an der Stelle natürlich auch wieder die steilere Lernkurve und würde sich asymptotisch hier der anderen Kurve annähern. Wäre eine Strategie, es gibt auch gute Gründe dafür, später einzuführen. Das heißt, dass man sagt, wir wollen einen gewissen Sicherheitsrand haben. Wir führen erst ein, wenn automatisches Fahren Faktor 2 sicherer ist als manuelles Fahren. Es gibt auch gute Gründe, früher einzuführen. Wird übrigens in der Flugzeugindustrie gemacht, dass man eine neue Technologie einführt, wenn sie noch etwas unsicherer ist, weil die Lernkurve dann eben steiler wird und man unterm Strich, wenn man die Gesamtzahl der Menschenleben, die man verliert, zählt, ist eine frühere Einführung tatsächlich der Optimalpunkt. Aber das wird sich zeigen, in welche Richtung wir tendieren. Auf jeden Fall brauchen wir hier auch eine gesellschaftliche Diskussion. Was möchten wir mit automatischen Fahrzeugen erreichen, hinsichtlich der Sicherheit, hinsichtlich des Komforts, hinsichtlich des Gewinns, den diese Technologie für uns alle verspricht. Es gibt entsprechend auch verschiedene Markteinführungsstrategien. Vom Markt heute zum selbstfahrenden Auto. Eine, die man gestartet hat, ist einfach eine Verbesserung der Assistenzsysteme. Also heute die Längsführung, Adaptive Cruise Control und die Querführung, Lane Keeping Support. Die haben wir heute im Markt und die werden immer stärker werden, dass auch Stop and Go heute im Markt abdecken. Und dann wird man dazu kommen, dass man die Füße weglassen kann von den Pedalen, dann auch die Hände weg vom Lenkrad. Das ist beides heute schon in Oberklassefahrzeugen, zumindest temporär möglich. Und irgendwann kann man die Augen von der Straße lassen, eben in ersten Fahrzeugen ab diesem Jahr. Und vielleicht kann man auch irgendwann mal das Hirn abschalten, dass man also gar nicht mehr gefordert ist. Das wäre dann der Weg zum automatischen Fahrzeug über eine evolutionäre Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen. Es gibt eine Entwicklung, die insbesondere in den USA gemacht wird, dass man im Low-Speed-Bereich anfängt, dass man also sagt, na gut, wir fahren erstmal in Städten oder in Bereichen, wo man ohnehin sehr langsam fährt, wo man vielleicht mit 20, 30 Stundenkilometer auch schon was erreichen kann und machen ein automatisches Fahrzeug für die Nähe. Also gerade im Silicon Valley gibt es verschiedene Unternehmen und auch Nicht-Fahrzeugunternehmen, IT-Unternehmen muss man sagen, die automatische Fahrzeuge haben, die im Stadtverkehr fahren und die heute auch im Regelbetrieb sogar ohne Fahrer, aber auch ohne Fahrgast bislang fahren. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, gut, wir können heute Notmanöver. Fast alle Fahrzeuge, die wir haben, haben heute eine Möglichkeit, wenn sie Sensoren haben, etwa eine Notbremsung auszulösen. Also kurz vor einer Kollision bremst das Fahrzeug, wenn es merkt, eine Kollision ist unvermeidbar. Und es gibt auch Fahrzeuge, die lenken evasiv für Fußgänger. Das heißt, vor einer Kollision wird irgendwann gesagt, okay, dieses Manöver hat der Fahrer nicht mehr in der Hand. Man weicht aus, für Fußgänger reichen oft so 50, 80 Zentimeter ausweichen, dann wird der Fußgänger nicht umgefahren, sondern umfahren. Und das machen einige Fahrzeuge heute schon, einige deutsche Fahrzeuge in Serie. Und danach wird das Fahrzeug gebremst und der Fahrer kann, wenn er Lust hat, weiterfahren. Wenn man in Notsituationen automatisches Fahren beherrscht, ja, da muss man es doch eigentlich auch in normalen Situationen beherrschen, denkt man vielleicht zuerst, aber die normalen Situationen sind halt noch zu häufig und zu komplex. Deshalb geht es heute noch nicht, aber über diesen Weg kommt man auch zum automatischen Fahrzeug. Und das Letzte ist der Weg, den wir in Deutschland im Moment zu beschreiben scheinen. Das heißt, man versucht, bestimmte Straßen zu automatisieren. Das wird eben in diesem Jahr werden das Autobahnen sein,
Und danach muss man eben sehen, dass man Landstraßen und Städte dazu bekommt. Und ja, wie es so ist in der Technologie, diese Wege sind nicht schwarz-weiß. Also man kann nicht einen dieser Wege beschreiten, sondern ich denke, dass alle diese Wege im Wesentlichen gleichzeitig beschrieben werden, auch in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Betonung. Und das, was dazu führen wird, dass wir ein selbstfahrendes Fahrzeug, ich hoffe mal, in diesem Jahrzehnt noch haben, was wirklich von Braunschweig, Altstadtrathaus, zu mir nach Hause den gesamten Weg fahren kann. Aber auch das ist noch ein weiter Weg. Ja, zusammenfassend, Fahrzeuge werden nicht beliebig intelligent. Ob das Intelligenz ist, können wir überhaupt darüber diskutieren. Und es wird vor allem nicht intelligenter als die Fahrer. Einige Menschen haben da Angst vor, sogar vor automatischen Fahrzeugen. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen in Deutschland sehen. Ich sehe das nicht als Problem, wenn mein Fahrzeug besser fahren kann als ich. Warum soll es das nicht können? Es gibt auch andere Dinge, da ist ein Schachcomputer, schlägt mich auch. Da habe ich auch kein Problem mit, das ist halt so. Es wird eine Revolution in der Mobilität bewirken. Da werden wir wahrscheinlich von Herrn Friedrich, von Herrn Marke auch noch was zu hören, welche Auswirkungen sowas haben wird. Durch Kooperation, die halte ich für ganz, ganz wichtig, dass wir die direkt mitbeforschen, wird Schwarmverhalten und damit sicherer und glatterer Verkehr entstehen. Die Markteinführung, die wird vor allen Dingen durch Sicherheit getrieben. Wir brauchen verschiedenste Methoden und Architekturen noch für Fahrzeuge, die dann dazu führen, dass das Fahrzeug technisch sicher wird, technisch sicher genug. Sicher heißt nicht null Unfälle, sondern besser als heute, deutlich besser als heute. Wir brauchen aber auch rechtliche Vorschriften, die das erlauben. Heute, wie gesagt, die aktuelle Verordnung in Deutschland fordert absolute Sicherheit, dann wird man so ein Fahrzeug nie einführen können. Und auch gesellschaftlich brauchen wir einen gewissen Konsens, dass wir sagen, wie viel sicherer muss denn so ein Fahrzeug sein, damit wir es einführen. Ja, bevor ich schließe, noch einen ganz kurzen Hinweis auf die IV, Intelligent Vehicle Symposium, dieses Jahr in Deutschland. Wir sind sehr stolz, dass wir das nach, ich glaube, 11 Jahren wieder nach Deutschland geholt haben. Wird in Aachen sein, Kollege Eckstein wird die machen. Wer Interesse an automatischen Fahrzeugen hat, glaube ich, ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Die größte Konferenz dieser Art. Da gibt es nicht nur Präsentationen, Diskussionen, sondern es fahren eben auch Fahrzeuge auf dieser Intelligent Vehicle Symposium, auf dem Testgelände dann, die man sich angucken kann. Und allerletzte Folie, ja, viele Dinge, die wir erforscht haben, kommen nicht von mir, sondern von Doktoranden aus meinem Team. Und da möchte ich gerne etwas Tribut zollen, indem wir hier ein kleines Bild darstellen. Ja, damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern für Fragen zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank. Jetzt wissen wir besser, wo wir stehen und haben offensichtlich viele Fragen. Ja, eine Frage. Wie ist denn mit so Deutschland juristisch aus, wenn man das technische Problem gelöst hätte? Darf man die Fahrzeuge betreiben? Genau, es gibt eine neue Verordnung, ist letzten Monat rausgekommen, wie gesagt, vom Bundesverkehrsministerium. Und da sind sich alle einig, das ist eine temporäre Verordnung, mal der Versuch. Da darf man sie in Serie so noch nicht betreiben. Ein Fahrzeug wird da an vielen Stellen wird gefordert, dass das Fahrzeug sicher ist. Und im juristischen Sinne heißt Sicherheit Abwesenheit von Gefahr. Und das heißt auch Abwesenheit der kleinsten Gefahr. Das heißt, man darf dann einfach nicht nie einen Unfall bauen, sonst ist rückwärts bewiesen, man war doch in Gefahr, sonst hätte ja kein Unfall passieren können. Das heißt, man hätte ein riesen Haftungsproblem. Nichtsdestotrotz gibt es Zulassung für Level 3 Fahrzeuge, etwa von Mercedes-Benz, die jetzt das erste Level 3 Fahrzeug nach meiner Kenntnis weltweit in den Markt einführen. Und die haben das geschafft, ist aber ein Zulassungsverfahren, was sehr aufwendig ist. Über diese Verordnung kann man theoretisch beliebige Funktionen realisieren. Bitte? Level 3, das heißt ein Fahrer, der innerhalb von etwa 60 Sekunden einschreiten kann. Ja, das heißt, der darf Zeitschrift lesen, muss also nicht selber fahren, hat auch nicht die Verantwortung während dieser Zeit. Es funktioniert nur auf Autobahnen.
Und auch bestimmte Manöver macht das Fahrzeug noch nicht. Aber es ist das erste Level-3-System und das ist schon eine große Leistung, sowas in Serie einzuführen. Ja. Jeder Staat ist anders. Das haben wir, also Testfahrzeuge dürfen in Deutschland auch fahren. Also haben wir in Karlsruhe, also in mehreren Städten, dort würde ich die gerne ja aufziehen, gibt es kleine Shuttlebusse, die automatisch durch die Gegend fahren. Aber auch im Regelbetrieb, nicht nachts, sondern die transportieren auch Fahrgäste, aber haben, wenn sie Fahrgäste transportieren, müssen sie Sicherheitsfahrer haben. Ja. Dann können Sie mehr lernen. Ja, und diese Verwirklichkeit geht runter. Und jetzt ist meine Frage: Wie lernen die? Lernen die einzelnen Fahrzeuge? Lernt die Community? Und wie werden die neuen Erkenntnisse in den Fahrzeugen übertragen? Das ist eine spannende Frage. Die Fahrzeuge nehmen ihre Sensordaten auf und haben die Möglichkeit, einen gewissen Backlog zu speichern. Und wenn Sie feststellen, Sie kommen in irgendeine kritische Situation, dann wird ein Trigger ausgelöst, der dann diese Daten dauerhaft speichert und irgendwann an den Server überträgt, sodass die Fahrzeuge tatsächlich nicht nur durch ihr eigenes Fehlverhalten lernen, oder was heißt Fehlverhalten, durch gefährliche Situationen, in die sie gekommen sind, Situationen, in die man nicht kommen wollte, wenn man sagt, jetzt bin ich dem Fußgänger näher gekommen, als ich eigentlich geplant hatte, deutlich näher, dann wird das eben am Server geladen und dann werden alle Fahrzeuge von diesem Verhalten lernen. Auch da würde ich mir wünschen, dass man in Deutschland eine Verordnung hinbekommt, dass man das auch fahrzeugherstellerübergreifend fordert, dass man also sagt, nicht jeder Unfalltyp muss von jedem Fahrzeughersteller einzeln einmal erprobt werden, sondern man muss diese Daten, insbesondere wenn man etwa sogar Unfälle gemacht hat, muss man diese Daten austauschen. Das wäre sehr schön, ist aber noch nicht Rechtslage. Das wird dann im Moment, wird dieses Fehlverhalten dann manuell angeguckt und dann sagt man, okay, das trainieren wir jetzt und sagen, das darf so nicht passieren. Oder der Mensch sagt, nee, das Fahrzeug hat zwar einen Trigger ausgelöst, aber das war nicht gefährlich. Das wird im Moment dann noch händisch oder gemischt händisch. Also die Auswahl trifft das Fahrzeug erstmal und dann guckt aber auch noch Mensch drauf, ob man darauf trainieren will. Sie wollen nicht auf Fehlverhalten, wollen sie nicht trainieren, zum Beispiel einen durchschnittlichen Abstand auf deutschen Autobahnen in Längsrichtung wollen Sie einem automatischen Fahrzeug nicht beibringen heute. Ja, ist viel zu kurz. War das eine Frage? Ja, also meine Sorge, etwa ab Level 3, wo ich also Zeitschrift lesen darf, wie folgt das Versicherungsrecht, das Haftungsrecht diesem Vorgang? Also wer haftet, wenn dann doch etwas ist? Sie haben viel von Redundanz gesprochen. Es wird selten zur Fehlfunktion kommen, aber wenn es zu einer Fehlfunktion kommt, die eventuell doch dem technischen System zuzuordnen ist, haftet dann der Produzent oder eben doch der Autofahrer, der das Automobil gekauft hat? Okay, also ich bin kein Jurist, aber ich kann es Ihnen, so wie ich die Juristen verstanden habe, beantworten. Also während die Level-3-Funktion läuft, würde bei einem Autounfall der Fahrzeughersteller verantwortlich sein. Der wiederum kann sich aber, wenn er möchte, versichern. So wie heute auch, wie Sie haftpflichtversichert sind, wenn Sie Fahrzeug fahren. Und wenn wir sagen, die Gesamtzahl der Unfälle wird deutlich reduziert, dann müsste diese Haftpflichtversicherung ja weniger Unfälle bezahlen und folglich preiswerter werden als die heutige Haftpflicht. Ja, also das zivilrechtliche Problem ist weniger das Problem. Eine große Frage ist das strafrechtliche Problem. Kommt etwa bei einer schweren Körperverletzung, kommt da ein Entwickler ins Gefängnis vom Fahrzeughersteller oder wie löst man das? Das ist heute eine in Deutschland nicht gelöste Frage und solange die nicht gelöst ist, wird man solche Fahrzeuge nicht einführen können, weil welcher Entwickler unterschreibt, dass er für irgendeinen Programmierfehler oder für einen Designfehler dann auch wirklich persönlich
ins Gefängnis gehen würde, wenn er sich 10 Leute rettet, aber einen verletzt. Dann ist die Frage, sollte er für diesen einen haften? Ich weiß es nicht. Muss man auch gesellschaftlich entscheiden. Das kann nur der Gesetzgeber. Also die Automobilfirmen, die sind zwar da relativ offen, aber gerade was Datenaustausch angeht, da kommt mal Datenschutz dazu, das ist nochmal ein anderes Thema, ist auch nicht so trivial, hinter dem kann man sich dann auch gut verstecken. Und das muss der Gesetzgeber fordern, in meinen Augen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lücke, die wir noch haben, dass wir sagen, okay, solche Unfalldaten sind allgemeingut. Da soll jeder daraus lernen, weil wir auch alle von profitieren, dann, wenn das passiert. Und unterschiedliche Sicherheit werden Sie immer haben. Auch heute gibt es, ich will keine Marken nennen, aber wenn Sie sich die Marken, die Sie eben genannt haben, zum Beispiel kaufen, dann erwarten Sie auch in verschiedenen Marken eine höhere Sicherheit als in anderen. Ja. Kann man Sicherheit eigentlich messen, beziehungsweise das, was man da auch braucht? Ja? Wenn ich mir die Formel anschaue oder die Grafik, ist das allgemein akzeptiert, was man unter Sicherheit versteht? Also zumindest empirisch, aber da stecken viele Dinge drin. Also für alle Fahrzeugtypen gibt es so etwas, das gemessen wird, wie viele Unfälle welcher schwere Kategorie. Also Unfälle sind kategorisiert in Maiskategorien, nennen sie sich, von kleiner Rempler mit Lackschaden bis fataler Unfall. Und dann kann man sagen, ein Fahrzeug, was ist, VW Golf macht so und so viel Unfälle der MAIS-4-Gruppe. Ja, so. Und dann kann man gucken, wie viele Golfs gibt es und dann kann man das vergleichen mit einem anderen Modell. Dann hat man natürlich andere Sachen gemischt, also ist vielleicht ein Golffahrer jünger als der von einem anderen Modell oder sportlicher unterwegs, aggressiver unterwegs. Also es gibt dann viele Dinge, die zusammenkommen, aber grundsätzlich kann man es messen, ja. Also die heutigen Steuergeräte, also wenn Sie ein Versuchsfahrzeug von uns nehmen, das braucht mehrere hundert Watt, um die Antwort zu beantworten, alleine für die Rechner. Wenn Sie sich aber angucken, was jetzt in Serie geht, das läuft auf Steuergeräten, da sind Sie im einstelligen Wattbereich dabei und Sie haben ohnehin Steuergeräte im Fahrzeug, die ständig mehr werden. Das heißt, durch das automatische System wird die Energie erhöht, aber nicht signifikant. Also das wird nicht das Problem werden in Serie, sondern das Problem heute ist die Sicherheit. Der Energieverbrauch ist aus meiner Sicht lösbar, wenn man denn wüsste, wie die Software von so einem automatischen Fahrzeug mal sein soll. Dann wird man Hardware entwickeln, die energiearm arbeitet und die das schafft. Es gibt mit Testfahrzeugen Unfälle, nach meiner Kenntnis ausschließlich bisher in den USA, die, wie Sebastian Thrun eben sagte, sehr unterschiedliche Regeln haben und wo in manchen Bundesländern tatsächlich Niedriglohnmenschen als Sicherheitsfahrer agieren und entsprechend mit einer geringen Ausbildung, mit einem geringen, ich sage mal an der Stelle, mit einem geringen Aufmerksamkeitsniveau
an der Stelle auch gefahren sind. Also eine Testfahrerin hat zum Beispiel ein Video gestreamt, während sie Sicherheitsfahrerin war, und hat da ist ein Mensch überfahren worden durch. Aber sowas ist in Deutschland, also alle deutschen Hersteller, die ich kenne, fahren mit zwei Ingenieuren auf Fahrer- und Beifahrersitz. Und dann können Sie sich überlegen, kostet eine Stunde vielleicht 500 Euro, alleine Personalkosten. Da streamt auch keiner ein Video während der Fahrt, und da ist bisher auch noch kein Unfall mir bekannt geworden. Letzte Frage, Steffen. Okay. Sie haben vorhin die Karten angesprochen gehabt. Was wären denn Ihre Wünsche an den Karten? Und reicht 2D aus? Oder müsste man noch in der Stadt dann vielleicht 3D oder mehr umgehen? Ja, also 2,5D wird man brauchen, sage ich. Also, dass man also etwa sowas wie Bordsteinkante und andere Begrenzungen der Fahrbahn zum Beispiel unterscheidet. Und man wird in der Lage sein müssen, sich überall zu lokalisieren in der Karte, sonst hat die Karte keinen Sinn. Spannend aus meiner Sicht wird die Frage, wie hält man sie up to date? Und man wird einige Zentimeter Genauigkeit brauchen für die Fahrstreifenberandungen. Und wird auch wissen müssen, wie sind die berandet? Also einfach nur eine Linie, eine gestrichelte, eine durchgezogene, eine physische Barriere. All diese Dinge wird man brauchen, und das mit einer relativen Sicherheit. Also ich wird auch da nicht 100% Sicherheit brauchen, aber zumindest sollte man merken, wenn die Karte nicht mehr aktuell ist. Und wir gehen davon aus, dass man das mit Methoden wie Crowdmapping erreichen kann. Kurze Nachfrage, verstehe ich richtig? Braucht das Fahrzeug tatsächlich des Umfeldes, die bereits irgendwo fest gespeichert ist, oder können die eigenen Systeme nicht erkennen, wo ich bin und sich dann frei bewegen? Ja, man fährt heute mit Redundanz. Das heißt, wir haben als Informationsquelle eine Karte tatsächlich, die vorab bekannt ist. Wir haben Videosensor, wir haben Radarsensor, wir haben LIDAR-Sensor. Theoretisch könnten Sie nur mit Videokamera fahren, gibt es Experimente. Aber die im Moment fahren die Fahrzeughersteller, die sowas Level 3 einführen, mit allem, weil man einfach das Sicherheitsniveau nicht reduzieren möchte, um ein paar hundert Euro zu sparen. Und die haben auch eine digitale Karte der Autobahn, die hochgenau ist. Also die Frage muss umgekehrt gestellt werden. Wie viel Geld spart man, wenn man darauf verzichtet? Und wie viel Sicherheit verliert man dann? Und wenn man das heute beantwortet, kann man sagen, es ist unverantwortlich, auf einen Sensor oder die Karte zu verzichten. Deshalb brauchen wir sie. Ja, schöne Diskussion, schöner Vortrag. Ganz herzlichen Dank nochmal, Christoph. Wir würden dann zum nächsten Beitrag kommen. Aber den Applaus, den haben wir hier schon.